Das ist er, der Klang, den Fans von 80er-Jahre-Rallye-Autos lieben und der sie an ein ganz besonderes Auto erinnert, den Audi Quattro S1. Nun lässt Audi das legendäre Kürzel neu aufleben als Topmodell des Audi A1. Sehr verschieden sind die beiden Autos, doch es gibt Gemeinsamkeiten. Beide sind das Quattro-angetriebene Topmodell ihrer Baureihe. Der Name S1 stammt eigentlich von einem Auto, das in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr sportlich unterwegs war in der Rallye-Weltmeisterschaft, bewegt übrigens von Walter Röhrl und Stig Blomqvist. Den neuen S1 kann sich im Gegensatz zum Original jeder zulegen. Sportlich grimmig gibt sich der Kleinwagen. Große Bremsen, ein Quattro-Schriftzug, Heckspoiler und 4 Auspuff-Endrohre. Der S1 stellt seine Fähigkeiten auf dem Handling-Kurs unter Beweis. Kräftiges Bremsen, zackiges Einlenken und die Räder krallen sich dank Allradantrieb vehement im Asphalt fest. Am Kurvenausgang überzeugt die Leistung des 2-Liter-Motors beim Herausbeschleunigen. Kein anderes Auto in dieser Klasse bietet so ein sportliches Paket mit Allradantrieb. Also hier auf dem Handlingskurs zeigt der Audi S1 seine wahre Stärke. Er hat ein wirklich gutes Einlenken durch die elektromechanische Lenkung. Der Allradantrieb sorgt dafür, dass man aus den Kurven heraus richtig beschleunigen kann. Also rundherum gesagt, der Kleine ist ein richtiger großer Sportler. Große Sportler brauchen auch große Herzen. Ein 2-Liter-Motor treibt den Kleinen druckvoll nach vorn. Auf Schnee und Eis braucht es aber mehr als pure Leistung, um nicht von der Piste zu fliegen. Schwieriger als auf einem zugefrorenen Eissee können die Fahrbahnverhältnisse kaum sein. Geübte Fahrer können hier mit dem S1 spielen und nahezu im Drift auf dem Eis tänzeln. Der S1 bringt alles mit sich, um hier zu glänzen, mit einer Gewichtsverteilung von 60% vorn und 40% hinten. Mit einem S1 kann man sich fast ein wenig wie Quattro-Meister Blomqvist selber fühlen. Wo sieht er die Unterschiede zu seinem alten Quattro? Der neue ist sehr schön. Zwischen beiden liegen 30 Jahre, also kann man sie nicht wirklich vergleichen. Zum Glück gilt das auch für den Innenraum. Hier überzeugt der neue mit hochwertigen Materialien und vielen Details, die seine Sportlichkeit unterstreichen. Schaltknauf aus Aluminium, Sportlenkrad und Sportsitze. Mit 170 kW Leistung beschleunigt der S1 in unter 6 Sekunden auf 100 km/h und stoppt erst bei 250 km pro Stunde. Die Leistung schlägt sich in einem Verbrauch von 7,1 Litern auf 100 km nieder. In Deutschland muss man für den fünftürigen S1 Sportsback mindestens 30.800 Euro investieren. Meine Meinung zum neuen Audi S1, der Kleine hat mich wirklich überrascht. Er sieht gut aus, ist sportlich, handlich, er liegt wie ein Brett und geht wie die Hölle.
Also er hat all das, was man von einem kleinen Sportler erwartet. Heute teste ich den neuen Honda Civic mit einem 1,6 Liter Dieselmotor. Ja, Sie haben richtig gehört, einen Honda. Traditionell spielt Honda in Deutschland keine besonders große Rolle. 2013 haben sie gerade mal knapp unter 23.000 Fahrzeuge verkauft. Für Europa sieht es schon ein bisschen besser aus, mit knapp 150.000 Fahrzeugen. Aber weltweit spielt Honda durchaus eine Rolle, mit 4,3 Millionen verkaufter Fahrzeuge. Damit sich das für den deutschen Markt ändert, stellt Honda nun den Civic als Tourer-Version vor, also die für den deutschen Markt präferierte Variante. Und ob der Honda Civic Tourer eine Chance gegen beispielsweise den VW Golf Variant hat, das wollen wir uns heute anschauen. Das Design des Civic Tourer ist im Vergleich zu den meisten Kombis sehr dynamisch und strahlt nichts Spießiges aus. Nicht nur an der Front, sondern auch am Heck setzt sich der Tourer gekonnt von der Masse ab. Besonders gut gefallen uns die breiten Rathäuser hinten. Leider wirkt sich das Design negativ auf die Übersichtlichkeit aus. Dass Honda es wirklich ernst meint auf dem deutschen Markt, sieht man auch hier schön am Kofferraum. Denn er ist der größte dieser Klasse. Er verfügt über 624 Liter. Wenn man die Sitze umlegt, erweitert er sich auf 1668 Liter. Und noch eine weitere Besonderheit ist, wir haben hier ein Fach im Ladeboden, wo man nochmal zusätzlich Sachen verstecken kann oder den Laderaum tiefer machen kann. Lobend erwähnt sei hier auch noch die niedrige Ladekante. Die beträgt nämlich gerade mal 55 cm. Auf der Straße überzeugt der Tourer außer mit dynamischem Äußeren auch mit einem ebenso dynamischen Fahrverhalten. Die Lenkung ist präzise und der Motor spritzig. Das liegt nicht nur am Drehmoment von 300 Newtonmetern, sondern auch an dessen leichtem Gewicht. Der 1,6 Liter Diesel ist 50 Kilo leichter als das 2 Liter Aggregat, welches er ersetzt. Ebenfalls positiv fällt die knackige Schaltung auf. Eine Besonderheit, wenn nicht sogar die Besonderheit hier im Honda Civic, ist das adaptive Fahrwerk. Das ist nämlich anders als sonst üblich. Hier wird nur die Hinterachse geregelt. Das heißt, Honda geht davon aus, dass die Last vorne auf der Vorderachse gleichbleibend ist, aber hinten können bis zu 500 Kilogramm zugeladen werden. Und so ist klar, dass sich die Last hinten verändert. Und hier haben wir die Möglichkeit, in drei Stufen das Fahrwerk so zu regeln, wie wir es in der entsprechenden Situation brauchen können. Von normal über dynamisch bis zur Komfortregelung. Innen wirkt der Civic Tourer sportlich und modern. Das Gesamtbild stimmt. Nur die vielen Knöpfe in der Mittelkonsole irritieren. Haben Sie das schon mal in anderen Autos probiert, zum Beispiel ein Fahrrad mitzunehmen? Dafür muss man den Kofferraum nicht unbedingt umbauen, sondern man kann hier die Rückbank nach oben stellen, sodass Platz für ein Fahrrad entsteht. Der Civic hat viele Details, die die deutschen Kunden schätzen können. Kein Wunder, ist er doch in Europa für Europa entwickelt worden. Der Japaner ist eigentlich ein Brite. Er läuft in Swindon im Südwesten Englands vom Band. Der 1,6 Liter Dieselmotor ist leider während der gesamten Fahrt zu hören. Zum Glück aber nicht so laut, dass es wirklich stört. Über einen Eco-Knopf im Armaturenbrett kann ich mir anzeigen lassen, wie ökologisch mein Gasfuß aktuell ist und kann hier eventuell ein bisschen nachregeln, damit es ein bisschen grüner wird. Grün sein, das ist das erklärte Ziel des 1,6 Liter Diesel der Earth Dreams Technology Reihe. Laut Honda liegt der Normalverbrauch bei 3,8 Litern Diesel auf 100 Kilometer. 99 Gramm CO2-Ausstoß auf 100 Kilometer können sich sehen lassen. 21.550 Euro kostet der Dieselkombi. Wer mehr investiert, bekommt noch einige Assistenzsysteme obendrauf, darunter auch einen Abstandshalte- und Notbremsassistent. Dass es nicht immer Golf sein muss, zeigt der Honda Civic Tourer sehr gut.
Er hat den größten Stauraum in dem Segment und das will schon was heißen. Aber beim Preis ist er vergleichbar mit einem Golf und somit doch eine sehr hohe Anschaffung, wenn man sie denn tätigen möchte. Aber ansonsten ein Auto, was seinen Preis auf jeden Fall wert ist. Wie es bei Pkw auch Kleinwagen für die Stadt und große Autos für die Langstrecke gibt, so gibt es das auch bei Lkw. Es gibt kleinere Modelle für den Verteilverkehr und größere Modelle für den Fernverkehr. Frau Furman-Logan, wo sind denn da genau die Unterschiede? Ja, das bedingt sich natürlich durch den Einsatz selber, weil Fahrer, die im Fernverkehr unterwegs sind, die gehen meistens auf mehrtägige Fahrten. Ja. Das heißt, sie brauchen ein Fahrerhaus, wo sie Komfort haben, wo sie ihr Bett drin haben, wo sie richtig Platz haben, übernachten können. Hingegen im Verteilerverkehr, das sind Touren, der Fahrer startet da morgens, verteilt seine Güter, kommt abends wieder nach Hause. Das heißt, er braucht nicht den Komfort, den ein Fernverkehrsfahrer in seinem Fahrerhaus sich wünscht. Und auch von den Dimensionen her, von der Breite des Fahrerhauses, ist es natürlich besser im Verteilerverkehr etwas übersichtlichere Fahrerhäuser zu haben, weil es doch auch mal eng zugehen kann zum Rangieren. Gut, wie übersichtlich der Atego, der hier hinter uns steht, nun ist, das probiere ich jetzt mal aus. Also aufsitzen und raus auf die Landstraße. In einer Höhe von etwa 2 Metern über dem Boden kann sich unser Autotester hier von der Übersichtlichkeit des Lkw überzeugen. Nicht nur die hohe Sitzposition hilft ihm dabei, den Überblick nicht zu verlieren. Trotz seiner im Vergleich zu einem normalen Pkw beachtlichen Größe ist der Atego nicht wirklich unübersichtlich. Das liegt nicht zuletzt an den 6 Spiegeln, die hier rund ums Führerhaus montiert sind. Was ich mir wünsche, ist eigentlich nur eine Kamera, damit ich sehe, was genau hinter dem Auto passiert. Während der Fahrt sieht man hierdurch jedoch meistens nur eine Autoschlange, denn bei knapp über 80 km/h ist in Deutschland gesetzlich geregelt Schluss mit Vortrieb. Wir fahren den Atego mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Diese Gewichtsklasse ist nach wie vor in vielen Teilen der Welt sehr gefragt, nicht nur bei Spediteuren. Wer in Deutschland bis 1998 seinen Führerschein fürs Auto gemacht hat, kann damit auch Lkw bis 7,5 Tonnen fahren, zum Beispiel auch diesen kleinen Atego hier. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass auch viele Menschen, die normalerweise keine LKWs fahren, mit so einem Auto unterwegs sein können. Zum Beispiel, wenn sie umziehen. Da macht es das automatische Schaltgetriebe natürlich einfacher, sich an das Auto zu gewöhnen, weil man eben nur auf die Straße gucken muss, lenken und bremsen und Gas geben. Aufpassen muss man vor allem bei Seitenwind, denn der große Koffer bietet viel Angriffsfläche. Solange man die Zuladung nicht komplett ausnutzt, muss man sich keine Sorgen über die Fahrstabilität machen, denn das Hauptgewicht bei einem Lkw liegt auf Höhe der Achsen. Neben dem Atego gibt es auch noch schwerere Baureihen, die bis zu 40 Tonnen Gesamtgewicht haben können. Eigentlich das Metier eines Actros. Doch auch hier gibt es spezielle Fahrzeuge für den sogenannten Verteil- und Sammelverkehr. Der Actros, der hat für Fernverkehrsanwendungen Fahrerhäuser, die sind 2,50 Meter breit und haben ebenen Boden. Das brauche ich im Verteilerverkehr nicht. Ja? Im Fernverkehr ist ja ein Fahrer mehrere Tage unterwegs. Das heißt, er braucht eigentlich ein Feeling wie in einer Wohnung drin. Ja? Jetzt im Actros, wo ich Tageseinsätze fahre und Waren verteile, da brauche ich ein Fahrerhaus, das eben nicht so groß dimensioniert ist, wo mir auch nicht so viel Komfort bietet. Und hier ist eben das Angebot speziell auf den Einsatzzweck schwerer Verteilerverkehr zugeschnitten. Schon wieder andere Anforderungen gibt es bei Entsorgungsfahrzeugen. Hier muss zum einen das Ein- und Aussteigen erleichtert werden. Durch gerade Kantenführung wird aber auch das Rangieren in engen Straßen erleichtert.
Dieser Mitsubishi Fuso Canter zeigt, dass Lkw nicht immer groß sein müssen, auch wenn sie viel transportieren können. Durch die kompakte Bauweise hat er die größte Zuladung im Segment. Außerdem gibt es ihn auch als Diesel-Hybrid-Version. Also nicht nur, dass der Fuso Canter unglaublich wendig ist, auch das mit dem Hybridantrieb ist eigentlich eine tolle Sache, denn man spart ungefähr 4 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Nach 4 Jahren hat sich der Mehrpreis von ungefähr 8.000 Euro in Deutschland also amortisiert und zusätzlich bekommt man noch 10 Jahre Garantie auf alle Hybridbauteile. Also kein schlechtes Konzept, ob es sich aber durchsetzen wird gegenüber dem herkömmlichen Lkw-Antrieb mit Dieselmotor. Das wird sich erst noch zeigen. Der Ford A-Speedster ist ein Relikt aus den Anfängen des Automobilrennsports. Tollkühne Männer fegen in den 20er Jahren mit solchen Rennwagen über staubige Pisten. 40 PS leistet dieser A-Speedster von 1929 und durchbricht damit die Schallmauer von 100 Kilometern pro Stunde. Ein Höllentempo zu einer Zeit, wo die Masse noch mit Pferdedroschken unterwegs ist. Für Klaus Müller, ein Urgestein der deutschen Ultramass-Szene und Ford-Vorkriegsenthusiast, zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern das pure Fahrerlebnis. Ich habe lange geforscht, was denn mit den alten Rennautos geworden ist, die auf Ford-A-Basis existiert haben, aber nicht von Ford werksseitig. Und ich bin dann eben in Südamerika auf eine Werkstatt gestoßen, die das macht. Und bin da mal hingefahren, habe mir das alles angeschaut und habe eigentlich gesehen, dass es recht gut ist und recht authentisch und zeitgenössisch korrekt. Und ja, schon was passiert. Klaus Müller lässt sich aus Argentinien eine Speedster-Karosserie im zeitgenössischen Stil liefern. Er möchte sich einen authentischen Ford A-Speedster aufbauen. Teile wie Instrumente und Lenkrad besorgt er sich auf Oldtimer-Märkten. Nach vielen 100 Stunden Arbeitszeit erfüllt er sich seinen lang gehegten Traum. Es ist alles handgemacht, die ganze Karosserie, das ist kein modernes Werkzeug, wie man es heute nehmen würde. Die ganzen Lüftungsschlitze, es ist eigentlich alles von Hand gedengelt. Man sieht es auch, wenn man genau hinschaut, dass sie in gewisser Weise eine kleine Unregelmäßigkeit haben. Und es ist alles so gebaut, und ja, wie man es damals auch bauen konnte. Genietet, nicht geschraubt, natürlich keine Hohlnieten, sondern einfach so, wie man es damals auch hätte machen können oder gemacht hätte. Die Technik spendiert ein ausgemusterter Ford A von 1929. Müller überholt den Motor, bevor er ihn in Chassis einbaut. Die Teileversorgung ist perfekt. Man kriegt quasi alles. Ganz, ganz wenige Teile werden nicht mehr hergestellt, aber die braucht man eigentlich auch nicht. Alles andere, was verschleißt, gibt es fast wie für einen Neuwagen, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn einmal alles richtig eingestellt ist, kann man das durchaus auch selber warten, weil es ist dann an sich mit Ölwechsel, mit Zündkerzen anschauen und solchen Kleinigkeiten eigentlich getan. Klaus hält nicht viel von historischen Mobilen, die nur stehen. Er fährt seinen Speedster häufig. Inzwischen besitzt er auch die nötige Routine. Im Vergleich zum modernen Auto fährt sich der Speedster eigentlich erstaunlich normal. Man hat eine normale Kupplung, eine normale Dreigangschaltung. Einziger Unterschied ist einfach, man sitzt etwas exponiert im Wind und im Wetter. Man hat ein lauteres Außengeräusch, man kann sich nicht so leicht unterhalten mit dem Beifahrer. Der Ford A-Speedster, ein perfekter Vorkriegsklassiker mit Racing-Flair zum Schrauben und Fahren. Dank der einfachen Technik sind heute noch zahlreiche Ford A-Modelle auf den Straßen unterwegs.